Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Das Ding ist immer noch verschlossen. ja, in der letzten Folge sind wir mit Iris ein bisschen hier durch die Slums von Sektor 5 rumgelatscht und von den Turks hier nicht erwischt zu werden. Und ja, da sieht irgendwie aus, als wäre da irgendwie was Bedeutendes. So, das Ding ist hier noch ausgegraut, das heißt, das ist noch gut erkennbar, dass ich da noch mal hin kann. Das finde ich sehr gut. Und ja, hier ist noch eine Nebenmission. Ich weiß nicht genau, was das bringt, da zu machen, aber machen wir halt mal. Und ja, wir gehen jetzt hier mal weiter. Ich hatte ein Level Up mit Cloud im letzten Part, das heißt, wir können jetzt mal, obwohl mit 6 Dingern werde ich wahrscheinlich nichts lernen können. Also, ich möchte mir einmal angewöhnen, das jetzt mal ein heiliger Magiekreis lernen. Geschicklichkeit 0%. Angriffsmagie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Magiekreis beschwören begrenzt auf einmal während des Zwecks. Magiekreis, ist das auch eine Fähigkeit von ihr? Gebet. Und jetzt Magiekreis einfach so Dings ja gemeint, wenn sie direkt drückt. Kann man das irgendwo nachschlagen? Hier. Sagt Magiekreis kann mit Magie eingreifen und ihr Gefährten heilen. Wenn du mit 4 gedrückt hältst, führt sie einen magischen Angriff aus. Ja, nur wenn er gedrückt hältst, ne? Und ich los an einen besonders mächtigen Magie zu entfesseln. Mit schnell Angriff ausführen. Entscheide dich nach Kampfleihen für die passenden Angriffe. Ich verstehe jetzt nicht, was das mit Magiekreis hier zu tun hat. Das, keine Ahnung. Ich muss sie noch ein bisschen öfter steuern und die Kämpfe müssen mal ein bisschen länger sein, damit sie auch ein bisschen testen kann, ja. Die Kämpfe sind immer zu schnell vorbei, bis ich sie irgendwie gerafft habe, wie sie funktioniert im Kampf. Es bewegt sich. Ja, aber nicht mehr lange. Smogger, hey, euch kenne ich. So, sie muss gedrückt halten, ne? Okay, keine Ahnung. Cloud, sammle mal ein ATBE, wenn es geht. Ich versuche mich mehr mal zurückzuhalten erstmal. Kosten die ATB? Kann man nur einmal, ne? So, Cloud. Analyse. So, wirksam Blitz. Natürlich, wo sie hat sie stumm. Jetzt als Dingens. Krankheit sehe ich da unten. So, sie schießt so. Ich gedrückt halte, schießt sie auch. Verstehe es noch nicht so ganz. Keine große Sache. Verstehe nicht, was das mit dem Magiekreis hier auf sich hat. Aber okay. So, da kommen wir zu dieser einen Quest hin. Zeig mal. Ja, super. Von hier aus sollten wir sie öffnen können. Das habe ich jetzt nur eine Abkürzung hier geschafft oder was? Na super. Nicht mal irgendwie was bekommen oder so. Oh. Ja, heil du mal bitte. Ja, ich glaube, bei ihr ist Magie irgendwie besser aufgehoben. Was ist ihre Magiewert im Vergleich zu Clouds? Ich meine, Cloud hatte die zweithöchste Magie, ne? 107, 149, ja. Die ist definitiv die Magierrolle in diesem Spiel. Was ich ja schon wusste. Hi. Dann übernimm. Aber ich sehe auch da. Auch da, wenn man Sturm auflädt, da ist so ein kleiner Kreis um das Dreieckzeichen. Wenn das voll ist, dann kann ich Sturm einsetzen. Okay, ich weiß aber immer noch nicht, was dieses Ding hier sein soll. Ich soll, um ihre Dinge zu lernen, um ihre Fähigkeit hier, heiliger Magiekreis, winzig.
B-Chakra. Verstehe immer noch nicht, wie hat funktioniert. Angriffsmagie innerhalb des Felds wird automatisch zweimal gewirkt. Bin ich jetzt ganz blöd, aber das müsste ja eine Fähigkeit sein. Boah, ich bin auch blöd. Müsste eine einzelne Fähigkeit im Kampf sein, ne? So wie wenn ich Haken tritt und also was. Ah, okay, ja, okay, ist klar, ich habe es verstanden, glaube ich. Ich glaube, ich habe es verstanden. Kommst du nicht dran? Oh. Nicht wie? Ich sehe schon, alles klar. Warum klangst du jetzt schon wieder so, als wärst du irgendwie in der Höhle drin oder so? Weißt du, dieser Effekt, wie nett? Ich weiß nicht, wie man, wenn man muffelt, weiß nicht. Kennt ihr, wenn ihr nur irgendwie englische Worte kennt, aber nicht die deutschen Begriffe davon? Weiß ich nicht, weil ihr zu viel englische Sachen irgendwie. Vielleicht kann man ja den Container im Internet gucken benutzen, oder so. Um hochzuklettern. Sie klingt irgendwie gemuffelt, also weil nicht so. Es wird sie einen Helm tragen. Wie nennt man das? Bin so blöd. Genau. Kann die deutsche Sprache von nicht. Da aus sollte es klappen. Da haben wir hier noch was. Ne, ich muss sogar dadurch. Oder auch nicht. Da ist ein Hebel. Hm. Lass mich raten, den kann man sowieso nicht betätigen oder so, ne? Wenn das hier der offizielle Weg ist. Also los. Uha, uha. Haha. Oh, ach so. Da muss ich mich nur gewöhnen, dass man klettern kann. Das konnte man im Original nicht. So, und jetzt kann ich bestimmt von hier, ne? Sinn hat immer für Funktion, wenn man immer noch vor eine Seite hier Dankeschön. Türen aufmachen kann. Sehr geschickt gelöst. Wer findet denn sowas? Na also, wir haben es geschafft. Brauchst dich nicht zu bedanken. Ich will nur bezahlt werden. Hm? Meine Gesellschaft ist also nun genug. Wie? Wie? Oh. Der hat irgendwie Spaß, so rum zu trollen, ne? Da kann ich wahrscheinlich nicht rein, ne? Boah. Mach auf. Nicht. Na dann nicht. Ja, eine YouTuberin immer zu pflegen sagte. Oder vielleicht immer noch, keine Ahnung. Ich verfolge sie nicht mehr. Halt. Oh. Wir sind unbesiegbar. Ich hätte es wissen sollen. Aber die ja nicht. Hier sind wir in Sicherheit. Vertrau mir. Vergiss die Turks nicht. Ach ja. Hier kommen gleich noch Monster. Wie vorher. Bleib wachsam. Ach was. Da sind wir jetzt extra den ganzen Weg hier um. Alles in Ordnung, Cloud? Wir haben jetzt ja, wir haben einen riesigen Umweg eigentlich nur genommen. Okay. Oh, hallo Aris. Da vorne beginnen die Slums von Sektor 5. Ja, deinen Namen gerufen. Red mit der. Dann nicht. Ist mein erstes Mal in den Slums. Jetzt sind wir in den Slums von Sektor 5. Sieht jetzt genauso schäbig aus, nur halt ein bisschen anders. Hey! Dieser Schraubenschlüssel, das ist kein Schraubenschlüssel, das ist ein Schwert, du. Nein, erstmal muss ich sitzen, ey. Boah. Weißt du, wie schwer das Teil auf meinem Rücken ist? Oh Gott. Ich höre ja Musik, wo ist Musik? Boah. Was ist denn so ein... Ja, ist auch gut.
So, ach ja, ich weiß, welches Gebiet wir sind vom Original. Wie Sie hier sehen können, das finde ich immer noch viel. Wir sollten alle gemeinsam Avalanche die Stirn bieten. Die Feuer scheinen da haben wir letztens gekämpft. Ob man wohl ein Kopfgeld bekommt, wenn man den Verbrecher fasst. Ah. Scarlett hieß sie, glaube ich, ne? In den Slums sind wir sicher, oder? Können Sie unseren Zuschauern nicht kurz berichten, wie die derzeitige Lage in Makoreaktor 5 ist? Züge denn endlich wieder? Reaktor 5 wurde vorsorglich abgeschaltet. Die Feuer sind aber bereits unter Kontrolle. Es besteht keine Gefahr, dass sich die Schäden ausbreiten könnten. Das finde ich gut. Wir sollten alle gemeinsam Avalanche die Stirn bieten. Wir arbeiten derzeit fieberhaft an der Aufklärung der Ursache. Der Verdacht liegt nahe, dass der gleiche Sprengstoff wie schon in Makoreaktor 1 verwendet wurde. Das hier sind Aufnahmen aus Makoreaktor 1. Die Verdächtigen gehören zu Avalanche und sind unseren Berichten zufolge noch immer in Midgar. Ha, ich bin nicht da drauf. Bei Vorfällen dieser Art in kurzer Folge muss die Frage erlaubt sein. Hat der Shinra-Konzern noch alles im Griff? Bei der Bürgerwehr zu melden. Was wollen Sie damit sagen? Das finde ich gut. Wir sollten alle gemeinsam Avalanche die Stirn bieten. Ich versichere Ihnen, dass uns solche Kleinigkeiten nicht erschüttern können. Hier wird nicht gefilmt. Na, dann sagst du jetzt erst. Schließlich meine Stadt zu verteidigen. Ich wollte schon sagen, musste man sich angucken, ja, ne? Story halt, ne? Ist gut, Cloud, die ist nicht mehr auf dem Bildschirm. Stehst du etwa auf Blondinen? Das sind schon zwei hübsche Mädels hier als Begleiterin, die du ein Auge werfen kannst. Ich hasse Avalanche. So eine Taktik schreit gerade. Und dann gibt es da noch einen weiblichen Charakter. Irgendwann, aber ich glaube, die ist zu jung für dich. Ziemlich was los. Da, weil die Züge nicht fahren. Hilfst du mir etwas? Tut mir leid. Ist gerade etwas schlecht. Aber wir müssen auch so was von zurückkehren, ja. Ich helfe in dem Laden manchmal aus. Interessiert mich nicht. Hier ist eine Truhe. 200 Gil. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Lass mich erkunden, Mädel. Mugi, kannst das Klettern mal wieder nicht lassen, hä? Ich dachte, von hier sehe ich den Reaktor. Wer ist der denn? Das ist Cloud, ein Söldner. Momentan beschützt er mich als mein Bodyguard. Das ist Mugi. Was geht? Ich muss los. Pff. Ihr könntet Brüder sein. Was? Der ist doch nicht annähernd so badass wie ich. Oder so handsome. Schau mich mal an und schau ihn an. Ja. Hallo zusammen. Was macht ihr denn hier? Oh Gott. Wir haben uns den Reaktor Kinder angesehen. Ach übrigens, Aris, das Fräulein Lehrerin sucht nach dir. Oh, warum wohl? Sie hat gesagt, du sollst zum Helmchenhof kommen. Na gut, wir können ja zusammen hingehen. Weißt du, Cloud, im Helmchenhof... Hat sie ihn einfach aus zur Seite geschubst. ...keine Familie mehr haben. Wo bist du gewesen, Aris? Wieder in der Kirche? Nimm uns doch demnächst einfach mal mit. Hallo, Aris. Siehst gesund wie eh und je aus. Ach, das Kompliment kann ich gleich zurückgeben. Gesundheit ist das Wichtigste im Leben. Ah, danke, dass du neulich die Heilkräuter vorbeigebracht hast. Ach was, jederzeit wieder. All diese Leute müssen wir wahrscheinlich Quests machen. Irgendwann. Das ist mein kleines Geheimnis. Und dein Begleiter? Das ist mein Bodyguard. Der bringt mich nach Hause. Sieht ja ziemlich gefährlich aus. Nee, der ist ganz harmlos. Ich bin übrigens noch hier. Das ist der einzige Arzt hier in den Slums. Ich bringe ihm manchmal Heilkräuter vorbei. Das hier ist der Helmchenhof. Ja, schubst einfach den Stuhl hier aus dem Weg. Nimm das. Oh, Mori ist an der Wand. Hallo, ich habe Aris mitgebracht. Danke, dass du gekommen bist. Ach was, lag eh auf dem Weg. Weißt du, ich würde dich gerne um ein paar Blumen bitten. Kein Problem. Wie viele denn? So viele wie möglich. Bei all den finsteren Nachrichten dieser Tage
will ich mit den Kindern wenigstens das Haus etwas schmücken. Oh, toll. Ihr habt es aber gut. Und ihr geht euch jetzt erstmal die Hände waschen. Oh. Ja. Ist ein bisschen zu meta gerade. Hände waschen nicht vergessen, Leute. Vom Wix, was? War übrigens dieser Hund. Magst du Blumen? Sind mir eigentlich ziemlich egal. Und sowas sagst du zu einer Blumenverkäuferin? Ich lüge halt nicht. Was hast du eigentlich mit der Blume gemacht, die ich dir gegeben habe? Ach, die. Hast sie sicher verschenkt? Hab ich. Aha. Wem? Sag schon. Hab ich vergessen. Ja, klar. Da, was? Ich glaube, du schwindelst. Ach. Das nachdem er gesagt, ich lüge nicht. Wie kannst du das noch vergessen, Cloud? Das war da nur, was weiß ich, wie viele Tage. Am Ende dieses Wegs liegt mein Haus. Du musst unbedingt meine Mutter kennenlernen. So. Dann sag mal. Oh ja, das sieht sehr bekannt aus. Das hier ist mein Zuhause. Passt zu dir. Hier haben wir noch diesen riesigen Garten. Komm rein. Bin wieder da. Na endlich. Root ist vorhin vorbeigekommen. Was ist? Das ist meine Mutter, Elmira. Und das ist Cloud, mein Bodyguard. Wie nett von ihm. Ist nur ein Job. Und hiermit ist er vorbei. Hm? Vielen Dank. Und jetzt? Gehst du zurück nach Sektor 7? Ja. Okay, ich bring dich. Wofür hab ich dich denn überhaupt hergebracht? Was, wenn die Turks wieder auftauchen? Die sind lästig, aber ich bin dran gewöhnt. Viel besorgter bin ich um dich, Cloud. Du verläufst dich doch bestimmt. Und dann bist du viel zu cool, um jemanden nach dem Weg zu fragen. Was weißt du schon? Mama, ich bringe Cloud mal schnell zurück nach Sektor 7. Aeris, warum machst du das nicht lieber morgen? Sonst ist es dunkel, bevor du zurück bist. Ruht euch heute gut aus und geht morgen früh los. Dann habt ihr es bis Mittag geschafft. Stimmt. Machen wir, okay? Warte. Ach ja, der Helmchenhof hat Blumen bestellt, Mama. Bis zum Essen ist ja noch etwas Zeit. Ich nehme Cloud mit. Ich sollte dich nur beschützen. Beschwerst du dich etwa? Und das, obwohl ich so gut bezahle. Das glaubst du nicht, Mama. Nicht. Ich hole einen Korb. Bin gleich zurück. Ja, ein bisschen anstrengender als Avalanche, ne? Ich brauche was zu essen. Oh, ein Kürbis, geil. Sagen Sie mal, sind Sie? Ach, nichts. Ja, bin ich. Hier hat meine Augen wahrscheinlich schon gesehen, ne? Bin voll mit Marco. Na gut. Wo habe ich die noch mal hingelegt? Kann ich mal klopfen? Ja, das Lied kenne ich noch. Da hört man klar und deutlich heraus. Ich glaube, alle Lieder hier sind eigentlich Remixe, aber manchmal hört sich das irgendwie schlecht so aus, habe ich so ein Gefühl. Blumen. Ja, Blumen. Das sind diese Dinger, die aus dem Boden wachsen, Cloud. Ich weiß, es ist jetzt ziemlich egal, aber... Ja, das Gebiet sieht genauso aus wie im Original, finde ich cool. Nicht gut, wenn die Nostalgie genau stimmt.
bin wieder hier. Ah? So, hier. Hä? Oh. Nimm. Gut. Na. Dann mal los. Cloud mit einem Körbchen in der Hand. Jetzt habe ich alles gesehen. schön. Oh, ich bin wunderschöne. Ich hatte so einen schönen Traum. Ich hoffe, einen wunderschönen Blumenbeet. Was meinst du? Welche sollen wir pflücken? Was fragst du mich? Jetzt stell dich nicht so an. Los, such welche aus. Wähle die Blumensorten aus, die zum Helmchenhof geliefert werden sollen. Drück in der Nähe des Blumenfelds Dreieck, um ein paar Blumen einer Sorte zu pflücken. Je nachdem, welche Blumen du ausgewählt hast, ändert sich später die Dekoration des Helmchenhofs. Okay. Na, was weiß ich hier? Diese Blume steht für ein reines Herz. Die findet man nur äußerst selten. Ich glaube, wir brauchen noch ein paar Blumen mehr. Was meinst du? Welche nehmen wir? Ja. Ach, ich kann nur da. Okay. So, nur die hier. Ja, nur die hier. Was weiß ich. Da waren jetzt zur Auswahl. Die ja noch. Also nur drei habe ich hier irgendwie zur Auswahl. Was sind das hier für. Ne. Dann nehme ich doch lieber die. Dir gegeben. War das so? Scheint dich ja ziemlich beeindruckt zu haben. So viele wie möglich, hat sie gesagt. Sammeln wir noch etwas mehr. Für die Sorte, die finde ich aber nicht so toll, als wenn es hinten hat. Die sehen noch nicht gut aus, die Dinger sind da so, weiß ich nicht. Das sein soll, ne, ich nehme noch mal die. Wahrscheinlich. So. Das sind genug Blumen. Lass uns zum Helmchenhof gehen. Oh Gott. Ach, du lässt mich vorgehen, als ob ich jetzt noch weiß, was. Sieht sehr komisch aus. Die Blumen schön vorsichtig. Gibt keinen Grund zur Eile. Ich sehe bestimmt total bescheuert aus. Stimmt doch gar nicht. Fährst bestimmt ein paar Sympathiepunkte ein. Ja, dann laufe ich mal extra ein bisschen langsam. Weil warum nicht? Das ja, das gibt schon ein komisches Bild ab. Was die mit den Blumen wohl Schönes machen werden? Keine Ahnung. Können ja später mal vorbeischauen. Wenn die bestimmt essen. Jetzt heißt, ich kann an jeder Zeit irgendwie die Blumen ändern oder was? Keine Ahnung, interessiert mich das eigentlich? Ich glaube, ist mir eigentlich relativ egal, ne? Oh, was ist das? Ein Tannenbaum? So, aber noch weit weg? Ne, 33. So, ich beschleunige mal ein bisschen. Aber dann gehen die Blumen ja kaputt. Das kann ich nicht machen. Da, Tauben. Das ist gut. Ich warte hier auf dich. Ah, in Ordnung. Aber das wird sicher langweilig. Geh doch in die Stadt. Gut, befassen. Ja, aber dann können wir uns endlich mal ein bisschen umschauen. Und vielleicht jetzt eine Lied noch finden, was ich ja übersehen habe, ne? Na, was ist das denn hier alles? Ich höre ja ein Lied. Eine Materia-Sammlung ist echt schnieke. Sieh dich mal um. Ja, oder das? Nein, ich will nur deine Musik. Costa del Sol, ja.
auch eine Stadt, die wir nicht sehen werden in diesem Spiel. So, haben wir irgendwas hier noch nicht? Nö. Wir haben alles, wir sind sehr fleißig, ja. Materie gut, alles gut. Hm. Oh, du bist dieser eine Junge. Ich kenne dich doch. Wo ist Eris? Im Helmchenhof. Okay. Oh, hey, du. Hallo, Cloud. Ich wusste, du verfolgst mich überall hin. Sehr beschäftigt zu sein. Dennoch möchte ich dich um deine Hilfe bitten. Okay. So, hast du jetzt neue Sachen? ATB-Boost. Oh, ermöglicht mit den Einsatz von ATB-Boost bei Aktivieren mit der Stand der ATB-Leiste verdoppelt. Kann nicht in kürzer Folge ausgeführt werden. Was genau bedeutet das, dass ich jetzt ein ATB mehr? Also, warte, ich kaufe mir noch eine Analyse, weil warum nicht? Dann kaufe ich jetzt auch einfach mal. Aber du hast immer noch einen danach. Cloud, ich habe eine neue Hypothese. Und ich hoffe, du kannst mir helfen, die notwendigen Daten dafür zu sammeln. Okay. Cloud, ich habe großartige Neuigkeiten. Ich habe eine Hypothese zur Synthese von Beschwörermateria aufgestellt. Das ist nie da gewesen. Es würde die bisherige Annahme widerlegen, dass Beschwörermateria nur in der Natur entstehen können. Sag bloß. Bei der Verifizierung meiner Hypothese helfen? Wir benutzen dafür einen portablen Simulator, mit dem du virtuell gegen Esper kämpfst und sie dir zu eigen machst. Ich stelle fest, dass du dich wunderst, wie man gegen Daten kämpfen soll. Scheint das Geheimnis haben eine neue Funktion hervorgebracht. VR-Missionen. Wenn die gesammelten Daten durch die Kampfberichte anwachsen, können besondere VR-Missionen absolviert werden, bei denen man gegen Esper kämpft. Okay. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Okay. Oh, habe schon wieder einige Sachen erledigt hier. Aha. Guck mal. Zwei oder mehr gegen gleichzeitig mit einem Angriff besiegt. Ja. Anfang gegen den dagegen Kampfsimulation mit der Esper Shiva. Okay, cool. Na, dat, ja, ich weiß immer noch nicht genau, wie man das macht, aber ich näher mich welche als Subspezies haben. Ja, da wird ja wohl auch irgendwann nach der Zeit weiß ich nicht. Ich tue mir jetzt einfach noch mal eine neue Analyse maximieren. Ich weiß ja nicht, wenn man die verkauft. Maximierte Materie hat nämlich, glaube ich, relativ gut Geld eingebracht. Und ich weiß ja nicht, ob ich das irgendwann brauche, aber gucken wir mal. Okay. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. So. Ich habe jetzt ein paar Sachen davon erledigt, also gib mal. Luft habe ich mir eigentlich nur geholt, weil er begrenzt ist. Also ja, ich hoffe, du hast jetzt nicht stehlen. Hi. Ach, so weit ich vielleicht Sachen klauen können. Ne? Provozieren, effizientes Blocken. Jetzt automatisch provozieren, einmal in Gefährtigen Bedrängnis sind, wodurch die Aufmerksamkeit auf den Gegner gelenkt wird. Cool. Während den Schaden beim Blocken und lädt die ATB-Leiste stärker auf. Oh, cool. So, stehlen, das wäre nicht schlecht. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinen. Ja, okay, ist gut. Ja, was nehmen wir denn dafür raus? Das hier definitiv stehen ist schon auf Maximum. Ja, oh Gott, ich hoffe, stehen hat nicht so eine blöde. Du hast MP Boost noch. Okay, ich hoffe, stehen hat jetzt nicht so eine blöde. Ja, mach mal, geben wir ihnen ganz viele von diesen Dingern. Ja, wir stehen hat nicht so eine blöde Wahrscheinlichkeit wie, weiß ich nicht. Ich will mal ein anderes Level hier, Frost. Ich glaube, viele Gegner waren irgendwie anfällig gegen Frost, ne? So, und dann versuchen wir uns mal gegen Shiva im nächsten Part. Oh. Warte mal, habe ich jetzt schon wieder neu bekommen und direkt abgeschlossen? Nee, ne? Ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Nee. Okay.
Ich freue mich auf mehr Materiaplätze. Ich bin zwar noch voll, aber das soll mich jetzt nicht aufhalten. Gut, dann muss ich die Party beenden. In der nächsten Folge gucken wir mal, wie es mit diesen VR-Missionen hier so abgeht. Ne? Könnte ja vielleicht nicht schlecht sein. Ich sehe aber noch hier irgendwie mehr. Die habe ich gerade schon geredet, ne? Also ja. Da war jetzt das Lied, hatte ich gerade. Warte mal, da war ein Waffenshop. Da will ich jetzt auch noch mal kurz vorbeischauen, glaube ich, wenn ich darf. Oder? Selbstschutz ist die erste Bürgerpflicht. Das gilt besonders hier. Moment, hast du denn? Das ist auch so ein Schwarzreif. Was ist was? Ohrringe. Magiewert. Magie, ja. Sollte ich vielleicht Iris geben, ne? Ich kann ja jederzeit irgendwie die Klamotten wechseln, ne? Kann er Iris hier so ein ausrüsten, Ohrringe. Ja, 4 Punkte, aber was soll's, ja. Warum nicht? Gut. Und hier haben wir so einen normalen Shop noch, sehe ich gerade. Kommen wir mal da. Gegenstände gibt es nur für mich. Ach, was? Ich habe 78 normale Heiltränke. Und die kann ich doch ein bisschen aus dem Fenster werfen. Dann würde ich sagen, wir können uns diese VR-Mission im nächsten Part mal und gucken, wie es dann, ja, wie es dann so abgeht. Boah, Cloud zuckt schon, der kann schon gar nicht erwarten. Oh, ja, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, dann lasst bitte ein Like, ein Abo, einen Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Ciao.